Die fundamentale Lage der Aktienmärkte wird immer schlechter, aber wir sind jetzt vielleicht schon so weit, dass schlechte Nachrichten gute Nachrichten sind, denn es gibt neue Zinssenkungsfantasien und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Marktflüster. Schauen wir uns erstmal die fundamentale Lage an. Wir hatten am Wochenende das White Paper der chinesischen Regierung, die klargemacht haben, ohne eine Rücknahme der Zölle, ohne eine Aufhebung des Huawei-Bans wird es keine Gespräche geben. Subtext wird es auch kein Vier-Augen-Gespräch zwischen Xi Jinping und Donald Trump geben. Daraufhin hatten die Märkte ja lange spekuliert, dass man sich gesagt hat, naja, die Rhetorik ist ein bisschen harsch im Vorfeld, aber dann werden sie sich ganz lieb in die Augen schauen, die beiden Herrschaften Trump und Xi Jinping, und alles wird schon irgendwie wieder gut. Inzwischen ist das selbst an der durchaus überoptimistischen Wall Street ein bisschen skeptischer gesehen worden. Man ahnt inzwischen, dass die Dinge hier eher weiter eskalieren. Wir haben jetzt die Situation, dass die Amerikaner Chinesen die Visalaufzeiten verkürzt haben mit dem Argument, das sei aus Gründen des Diebstahl geistigen Eigentums erforderlich. Eigentlich eine ziemliche Unverschämtheit. Wie auch immer, jedenfalls hat China darauf reagiert und will jetzt offenkundig eine Warnung an chinesische Studenten herausgeben, nicht mehr in den USA zu studieren. Also die ganze Geschichte schaukelt sich weiter auf. Lösung überhaupt nicht in Sicht. Im Gegenteil, es wird immer schlimmer. Dann haben wir die zweite Baustelle mit Mexiko, dieser Androhung der Zölle. Das ist aber eine untergeordnete Baustelle, würde ich denken, denn die Wahrscheinlichkeit, dass man sich hier einigt zwischen den USA und Mexiko, dürfte höher sein. Die Mexikaner sind schlichtweg sehr abhängig von den USA wirtschaftlich. Dementsprechend wird man da in irgendeiner Form vielleicht einen Deal finden, aber diesen Deal sehe ich noch in sehr, sehr weiter Entfernung zwischen den USA und China. Da geht es auch um ganz andere Fragen, um geostrategische Fragen etc., südchinesisches Meer, Iran, Seidenstraße, die Punkte sind ja bekannt. Jetzt ist die Lage so, dass wir dann heute noch extrem schwache Konjunkturdaten aus den USA bekommen hatten. Wir haben den Market PMI, der fast unter die 50er-Marke gefallen wäre, also der Einkaufsmanager-Index-Gewerbe von der Firma Market, mit dem schlechtesten Wert seit dem Jahr 2009, also faktisch seit der Finanzkrise. ISM-Index auch nicht gerade berauschend. Das alles zeigt das, was ich schon länger prognostiziert hatte, nämlich, dass die Daten in den USA auch schlechter werden. Die Amerikaner glaubten ja, sie leben so ein bisschen auf einem anderen Stern. Jetzt sind sie so ein bisschen auf dem Boden der Realität angekommen und stellen jetzt fest, oh, wenn die Geschichte mit dem Handelskrieg jetzt nicht bald besser wird, dann wird das Investitionsunsicherheit schaffen, dann wird das psychologische Folgewirkungen haben, die man nicht mehr so schnell einfangen kann. Aber es gibt ja noch einen Retter, nämlich die amerikanische Fed. Und die wird jetzt von den Märkten streng herbeigerufen. Rette uns, rette uns, rette uns. Schauen wir uns mal an, was da hier erwartet wird inzwischen. Wir haben ja die nächste Zinsentscheidung der Fed am 19. Juni und dann die nächste am 31. Juli. Für die Juli-Sitzung liegt die Wahrscheinlichkeit aus Sicht der Fed Fund Futures, die das ja bepreisen, bei 50%. Insgesamt denken die Märkte, dass die Wahrscheinlichkeit, dass bis Jahresende die Fed die Zinsen senken wird, bei 97% liegt, also fast sicher. Die Fed hat ja immer gesagt, naja, wir sind nach beiden Seiten total offen. Die Frage ist einfach nur schlichtweg, will die Fed sozusagen das, was Trump faktisch verbockt, indem er eben die Zölle androht, damit Unsicherheiten schafft oder nicht nur androht, sondern auch umsetzt. Jetzt ist wohl auch Australien bedroht von Zöllen nach neuesten Meldungen. Will die Fed, die ja von Donald Trump, speziell Jerome Powell, so harsch kritisiert wurde, für ihn jetzt die Kastanien aus dem Feuer holen? Da würde ich sagen, nicht so wirklich. Alle Fed-Mitglieder, die sich bisher geäußert haben, haben keine Begeisterung für Zölle erkennen lassen. Dementsprechend dürfte klar sein, dass die Fed-Mitglieder eben sagen, naja gut, wenn jemand das politisch verborgt, dann können wir nicht nur durch Zinssenkungen die ganze Geschichte reparieren, das wird so nicht funktionieren, dann lasst uns doch mal die Ursache bekämpfen. Das ist eben diese Wirtschaftspolitik von Donald Trump. Und Trump muss jetzt gucken, dass er die Fed irgendwie beeinflussen kann, aber das kann er eigentlich nicht. Er hatte zwei Kandidaten versucht, in die Fed zu bringen, ist mit beiden gescheitert, also er kommt da irgendwie nicht ran und nicht rein.
denn die Kandidaten wurden sämtlich abgelehnt vom US-Kongress. Dementsprechend ist die Handhabe, die Donald Trump hier in der Hand hat, eben sehr, sehr schwierig. Schauen wir uns mal in Sachen Konjunktur, was da los ist. Hier sehen wir diese graue gestrichelte Linie. Das ist der sogenannte Global Manufacturing PMI, also praktisch der Einkaufsmanager-Index Gewerbe global gesehen. Wir hatten heute katastrophale Zahlen aus Kanada, 49,1 Konstruktion. Viele, viele entwickelte Länder sind inzwischen deutlich unter der 50er-Marke, allen voran Deutschland, das heute die letzte Veröffentlichung gebracht hat, Market PMI 44,3. Also die Lage ist doch ziemlich trübe und darauf reagieren die Anleihemärkte hier. Zum Beispiel die US-Bonds, wir haben eine massiv invertierte Zinskurve inzwischen, die 10-jährige bei 2,12% und die 3-monatige Anleihe bei 2,33%, also haben wir 21 Basispunkte Invertierung. Das ist eine Menge Holz, das ist nicht wenig. Wir sehen zum Beispiel bei der 2-jährigen US-Staatsanleihe, die heute schon bei 1,88% war, die größte Rallye der Kurse mithin, also den größten Renditeabsturz innerhalb von 2 Tagen seit der Finanzkrise. Also da tut sich was, da ist was im Busch. Aber es gibt eben dieses Hoffnungsmotiv, diesen Hoffnungsschimmer. Und den will ich Ihnen hier mal zeigen. Hier werden nämlich in diesem Chart Anleger befragt, ob sie bullisch für den S&P 500 sind, also für den Aktienmarkt auf der einen Seite, oder ob sie andererseits bullisch für die Kursentwicklung der 10-jährigen US-Staatsanleihe sind. Mithin also erwarten, dass die Kurse nach oben gehen und die Renditen nach unten gehen. Und wir sehen, dass inzwischen der Überhang an denjenigen, die weiter Gewinne an den Anleihemärkten erwarten, also Kursgewinne bei gleichzeitig sinkenden Renditen, auf einem Niveau ist, auf dem es dann oft gekippt ist, auf dem dann oft eine Wende an den Aktienmärkten passiert ist, weil eben die Stimmung derzeit gegenüber den Aktienmärkten doch relativ eingetrübt ist, während alle Welt total bullish ist, eben für die Bonds. Dementsprechend könnte das ein Hoffnungsschimmer sein für die Bullen. Und Sie wissen ja, ich versuche den Bullen immer jede Unterstützung zu geben, die ich nur irgend kann, damit sie ihre alten Siegeslaufe wieder aufnehmen können. Schauen wir uns hier zum Beispiel, mal wieder ein extrem bullischer Chart, by the way, den Dow Jones, den S&P 500 an, der hier eine wichtige Unterstützungszone erstmal gehalten hat. Jetzt ist die Frage, kann man davon ausgehen, dass diese Zinssenkungsfantasie reicht, um die Märkte irgendwie oben zu halten? Wie gesagt, im Juni, schon 16. Juni, also nicht mal in 2 Wochen, da haben wir die nächste FED-Sitzung. Die FED ist bisher nicht so wirklich dovish. Dementsprechend muss da schon auch in den Köpfen der US-Notenbanker etwas passieren. Dann könnte vielleicht hier wieder etwas nach oben gehen. Könnten wir hier vielleicht zu dieser Nackenlinie der gebrochenen Schulterkopf-Schulterformation wieder hinlaufen. Aber werden wir mal sehen. Heute der Nasdaq am schwächsten, Google natürlich, nachdem es hier heißt, dass die US-Regierung wohl praktisch Anti-Monopol, Anti-Kartell-Vorwürfe gegen Google hat. Sie würden sozusagen andere Konkurrenten behindern etc. Also offenkundig scheint die Trump-Administration jetzt auch gegen die FANG-Aktien vorzugehen. Ein sehr, sehr gutes Zeichen natürlich. Also das könnte hier eine Chance sein, aber gucken wir uns mal die Charts an und starten mit dem Leitindex der S&P 500, der hier so ein bisschen einen Move nach oben hat machen können, nach dem Overnight Gap nach unten. Aber das wird jetzt doch wieder ein bisschen abverkauft, weil der Glaube fehlt, dass die Fed jetzt schon so weit ist, hier wirklich die Zinsen zu senken. Die Märkte müssen noch mehr quengeln, müssen richtig runter wohl, um die Fed geradezu zu zwingen, eben die Zinsen zu senken. Schauen wir uns den Dow Jones an. 24.806 hält sich, wie gesagt, besser als zum Beispiel der Nasdaq, der eben aufgrund vor allem von Google, die heute über 6% fallen, doch deutlich abverkauft wird. Denn was macht Germanski 30? Da ist er, der deutsche Leitindex, hält sich einigermaßen ordentlich. 11.757 und das trotz einer glorreich erfolgreichen Aktie der Deutschen Bank, die es heute geschafft hat, die 6er-Marke erfolgreich zu unterschreiten. Wir waren schon bei 5,80 in der Zone. Also das ist für eine Bank dieser Größe eine Marktkapitalisierung, die schon irgendwie nach Junk riecht, kann man sagen. Schauen wir uns dann die Situation beim Euro an, der nach oben gehen kann. Wir sehen jetzt Dollarschwäche. Wir sehen vielleicht so auch den Beginn einer Flucht aus dem Dollar, nachdem es den Märkten bald nicht mehr ganz geheuer wird, was da passiert. Wir haben den
Goldpreis jetzt bei 1319, massiver Anstieg hier von 1275 kommend. Der eine oder andere hat das prognostiziert, wie Sven Henrik, der gesagt hat, da ist ein bullisches Setup. Ich hatte Sie kurz mal darüber informiert vor einigen Tagen und wir haben den Goldpreis, den Ölpreis, der sich hat erholen können, jetzt aber wieder ein Stück weit zurückkommt. Also die Lage ist so miserabel, auf Deutsch gesagt, dass die Märkte jetzt quengeln. Sie kennen das, wenn Sie mit Ihren Kindern am Supermarkt, an der Supermarktkasse sind, dann gibt es da die Quengelzone, also da, wo die Süßigkeiten sind, kurz vor der Kasse. Und dann heißt es, ich will aber. Und irgendwann denkt man sich, mein Gott, dass einmal Ruhe ist, da kaufe ich das halt. Und so ein bisschen könnte das Prozedere auch bei der FED sein. Die Märkte werden so lange quengeln, bis die FED sagt, na gut, es geht ja auch um viel. Das Vermögen der Amerikaner ist in den Aktienmärkten geparkt, aber wahrscheinlich muss der Schmerz noch größer werden, bis die FED dann wirklich zuckt. Wir werden sehen. Ich wünsche jetzt erstmal einen wunderbaren Feierabend und sage Servus und Ciao.